Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einer Nachbarin, möchte ich sagen. Also aus dem kleinen Land kommen eigentlich Klaus-Maria Brandauer, Christoph Waltz. Und die Künstlerin, die jetzt kommt, muss man sagen, also in der Tradition wissen wir jetzt schon, wer der nächste Bond-Bösewicht wird. Hier ist die unvergleichbare Lisa Eckert! Dankeschön. Dankeschön. Ich schätze sehr Ihre Gastfreundschaft. Trotzdem darf ich in Deutschland leider nicht wählen. Ich bin nämlich, wie gehört, aus Österreich, so wie mehrfach vorbestraft. Ansonsten hätte ich sehr gerne die Grünen gewählt, weil mir da immer vorgeschwärmt wird, die führen uns direkt in den Ökofaschismus. Oder sage ich, na, immer noch besser als gar kein Faschismus. Aber diese Baerbock, eine Frau im Kanzleramt, wenn das die Merkel wüsste. Unter der hätte es sowas nicht gegeben. Mir wird die Merkel ehrlich fehlen, wie Benedikt der 16. Was soll denn diese neue Unart, lebend aus dem Amt zu scheiden? Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ja, glauben Sie, dass die Queen noch mag? Verraten von ihrem Enkel, dem Sams? Ich will keinen Lebensabschnittskanzler mit einem befristeten Herrschaftsvertrag. 4 Jahre, das grenzt ja an prekäre Arbeit. Ein Bullshit-Job ist das. Und der zieht dann eben auch die entsprechenden Leute an. Leute wie die Merkel. Die wollte nie was Festes, sondern nur ein bisschen Spaß. Der ging es um die Eroberung, den Kick. Eine Frau für eine Wahlnacht, woraufhin sie sich jahrelang nicht meldet. Die Kids nennen das Ghosten. Ja, aber das Volk wählt sie wieder und wieder, weil es schlicht nicht einsehen kann, sie steht einfach nicht auf euch. Für die Merkel war dir nichts als 4 Kerben am Bettpfosten. Ja. Aber so ein Lotterleben konnte sie sich eben leisten, weil sie keine Kinder hat. Sicher meinen manche Frauen, Kind und Karriere, ich schaff beides. Aber, meine Damen, vergessen Sie mir nicht, nicht jeder Beruf ist eine Karriere. Und nicht jedes Kind ein Wurf. Ich bin Frauenzeitschriftskolumnistin und Mutter 2 Kunststudenten. Sie müssen niemandem beweisen, wie simultan sie scheitern können. Ja. Bezüglich der Baerbock fragten sich auch viele, darf eine Mutter Kanzlerin werden? Was für ein sexistischer Schwachsinn. Die Frage müsste eher lauten, darf eine grüne Mutter werden? Oder? Ich meine, die, ja. Gerade die Grünen müssen doch wissen, wie umweltschädlich so ein Balk ist. 50 Tonnen CO2 pro Kopf. Warum also neue Menschen zeugen? Man kann doch auch einen alten recyceln. Oder? Ich meine, alle entsorgen ihre Eltern im Heim, wenn sie zu sabbern und safteln beginnen und schaffen sich dann Kinder an, um sich von denen besafteln zu lassen. Familienzuwachs nennen sie das. Was wurde denn aus Postwachstum? Die Alten im Heim, die werden von Tag zu Tag kleiner. Ja, da gibt es kein höher, schneller, weiter. Die können sie kündlich weniger. Und es ist schön, da zuschauen zu können. Klar sind die Alten oft richtige Ferkel. Umweltsäue eben. Ja, aber denen ist das wenigstens peinlich. Die grinsen einen nicht hämisch an, wenn man ihnen die Windeln wechselt. Und die Alten stellen auch nicht dauernd so debile Kinder fragen, warum ist der Himmel blau? Nein, die stellen die richtigen Fragen. Wer bin ich und wo ist meine Hose? Ja. Fragen, die einem zum Nachdenken bringen. Ich habe mir jetzt auch einen zugelegt. Ja, so einen gebrauchten Mensch aus dem Heim, den Leopold. Den hielt seine Familie wohl für ein Auslaufmodell. Und das nicht nur, weil er überall ausläuft. Ja. Es ist wie mit den Geräten. Menschen wollen immer nur die neueste Generation. Was sie aber nicht bedenken, so ein Säugling wird meist sehr alt. Auf dem bleiben sie dann sitzen. Die Alten im Heim dagegen, die haben eine Lebenserwartung, was weiß ich, irgendwo zwischen Labrador und Urzeitkrebs. Man will ja dann doch irgendwann mal was Neues. Ja, ich zumindest kann mir nicht vorstellen, mein Leben mit ein und demselben Kind zu verbringen. Das Problem habe ich mit dem Leopold nicht. Ja, der ist schon weit über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. An den Rändern fängt er schon an auszuhärten. Aber trotzdem, der ist immer noch gut. Ja. Der Leopold, der ist Vintage. Der hat diesen Used Look. Und im Herzen, da ist er jung. Er hat das Herz auch noch nicht lang. Ja. Es war von einem Bioschwein. Und wir haben nichts weggeworfen.
Ja, die Herzklappen hat man ihm reinoperiert und den Rest hat er gegessen. 10 Kilo Speck. Danach hat er wieder neue Herzklappen gebraucht. Man muss das Gute daran sehen, mit so einer Rhythmusstörung schleicht sich nie Routine ein. Ich weiß, das wollen Sie jetzt alle nicht hören. Sex im Alter ist noch immer ein Tabu, aber zu Unrecht. Sex mit 80 ist genauso eklig wie mit 18. Und natürlich nehmen wir immer ein Kondom. Also nicht zwecks Verhütung, sondern mehr so als Stützstrumpf. Ja, und bitte, wenn dann mal zur Erektion noch zufällig eine Thrombose dazukommt, dann kann der Leopold für Minuten. Ja, was soll ich sagen? Ich habe halt eben diese Schwäche für Ältere. Das ist wahrscheinlich so ein Hausfrauending. Man will die Reste noch verwerten. Yes. Nur nichts verkommen lassen. Sei es Brot vom Vortag oder alte weiße Männer. Beziehungsweise, wie man vor MeToo noch sagte, alte heiße Männer. Auf jeden Fall mag ich sie alt. So alt, dass manchmal Menschen meinen, ew, das könnte dein Vater sein. Und klar, der wäre mir natürlich auch lieber gewesen. Aber mein Vater meinte immer, Lisa, es ist nicht der Inzest. Du bist einfach nicht mein Typ. Dankeschön. Lisa Eckert, meine Damen und Herren! Da muss man nichts weiter zu sagen. Die fantastische Lisa Eckert! Das Florett unter den Kabarettistinnen! Ach so, abonnieren Sie diesen Kanal, dann wird's lustig. Ihr Puffpaff.